So, wir nehmen gerade auf. Was nehme ich gerade auf? Wir nehmen gerade auf, wie mir jemand ein Cash-Shop-Item schenkt. Der liebe Herr Black Soul mit einer Null als O. Und ich erkläre gleich mehr zum Cash-Shop. Erstmal nehmen wir diesen Handel jetzt an. Oh Gott. Amoria hat so Ablaufdaten dieses Items überprüft. Okay. Nach einem Handel können die Cash-Items nicht mehr mit einer anderen Person gehandelt werden. Das Sammeln von Maple-Punkten durch das Entfernen von Items aus Cash-Shop ist unmöglich. Möchtest du den Handel abschließen? Okay. Der Handel wurde erfolgreich durchgeführt. Okay, wir freuen uns gerade wirklich ein Wolf. Also ich freue mich gerade wirklich ein Wolf, weil das ist eine kranke Sache, dass mir hier Sachen geschenkt werden. Ich möchte davor sagen, bevor ihr das jetzt weiterschaut und bevor ihr irgendwas macht, mir Sachen zu schenken ist schön, ist super, wahnsinnig, wahnsinnig lieb. Aber ihr müsst es nicht tun, um mir mehr zu gefallen, um sich bei mir einzuschleimen. Das müsst ihr nicht machen. Ich mag euch auch so, wenn ihr bei mir mitmacht, wenn ihr hier mit mir redet. Ich finde euch auch so toll, ja? Und wenn ihr mir was schenken wollt, dann sprecht es wirklich vorher mit mir ab, weil ich frage euch auch, genau wie ihn gerade, okay, warum hast du das, warum willst du das machen, wie viel Geld hast du? Also, nicht wie viel Geld. Ihr wisst, was ich meine. Ich mache das. Ja, auf jeden Fall fragt mich bitte wirklich vorher, nicht einfach was schenken. So, jetzt mache ich erstmal die Musik wieder an. Nein, das nicht. Jetzt machen wir hier Sound und zack, zack. So, jetzt haben wir die Musik ausgemacht. Zack, zack, Musik wieder an. So, jetzt nehmen wir das auf. Ihr seid im Video, meine Lieben. Der coole Typ hier hat grüne Haare und der andere Typ hier hat rote Haare. Und wir haben jetzt eben gerade einen Augencoupon geschenkt bekommen, nämlich den hier. Amoria Kosmetiklinse registriert. So, erstmal sage ich Hallo YouTube an euch. Hallo YouTube. So, damit Sie sich freuen. Und wir sehen, ich habe auch eine Mütze auf, weil heute ungefähr, ich glaube, 5 Stunden vorher, hat mir der ganz, ganz liebe Mensch, Moment, wie heißt er? Araninator. Der Araninator kam einfach zu mir und hat gesagt, hey du, ich würde dir gerne jetzt was schenken, denn ich hab's dicke und ich finde dich dufte. Und ja, er hat mir eine Mütze geschenkt, die nämlich fast wirklich genauso aussieht wie die Mütze, die ich ansonsten auch privat trage. Und ich lehne jetzt erstmal hier alle Freundesanfragen ab. So, ja, auf nach Amoria, weil wir werden jetzt live dabei sein, wie wir meine Augen verändern. So, wunderbar. Wir gehen jetzt nach Amoria. Wuhu! Okay, wie gesagt, noch einmal. Ah, nee, warte mal, vorher erkläre ich den Cash-Up. Ich erkläre. Ich muss jetzt leider so machen. Ich erkläre vorher den Cash Shop. Moment. So, was der Cash Shop überhaupt ist. Also dieses Spiel, Maple Story, ist ein ziemlich freies Spiel, ein ziemlich kostenloses Spiel. Aber damit dieses Spiel auch weiterhin kostenlos bleiben kann, muss ich halt die Firma irgendwie finanzieren, die Firma Nexon und Wizard. Und dafür gibt es hier unten den Cash Shop. Da klickt man jetzt einmal drauf und dann kommt man, ich muss nur überprüfen, ob Fraps weiterhin aufnimmt. Das überprüfe ich jetzt anders. Moment, man hört meine Stimme. Ja, jetzt nimmt noch weiter auf. Sehr gut. Hier, das ist der Cash Shop. Hier sieht man Event-Items, den Brutkasten, alles Mögliche. Ihr könnt ihr euch auch kurz aus. Ihr könnt nämlich. Also hier zum Beispiel bei Rüstung haben wir Hut. Das heißt, das Oberteil auf eurem Kopf, was ihr auf euren Kopf setzt. Das kann man auch vorher ausprobieren, bevor man es sich kauft. Ich will jetzt zum Beispiel hier Erdbeerkopfschutz. Gut, kann ich doch nicht anscheinend. Doch, da, jetzt hier. Zum Beispiel den himmelblauen Beanie mit Schutzbrille. Da habe ich ihn auf und sehe, wie das aussehen würde, wenn ich es mir kaufen würde. Wenn ich hier auf Anzug gehe, dann kann ich auch mal so gucken, wie der Seraphim-Anzug so aussehen würde. Hey, dann sehe ich so aus. Gut. Und um überhaupt sich sowas kaufen zu können, braucht man Cash Points. Ich habe hier noch 3000 von meinem alten Account, also dem Account, wo ich damals meinen Piraten drauf gemacht hatte, weil ich damals halt noch Geld hatte. Das ist jetzt mein letztes Geld. Ich werde auch nie wieder, glaube ich, Cash Shop aufladen. Ja. Und auf jeden Fall, das ist der Cash Shop. Ihr könnt hier auf Aufladen klicken. 10.000 Punkte kosten 10 €. Genug erklärt. Ihr müsst mir nicht schenken. Wie gesagt, nochmal, damit ihr mir besser gefällt. Ich liebe euch auch so. Gut? Okay. Vielen lieben Dank. Jetzt haben wir den Cash Shop erklärt. Gehen wieder nach rechts. Und, na, müssen jetzt nur noch richtig landen. Und gehen jetzt nach Amoria und zeigen mal, wie man das macht, wenn man denn sich jetzt einen Kontaktlinsen-Coupon geholt hat. So. Moment, sind meine Leute noch da? So, da sind sie. Okay. Auf nach Hennesses, nö? So, auf nach Hennesses, sagt der Osper. Und da fahren wir jetzt auch mal nach Hennesses, hier, Hennesses und klack, boom. So, und dann, ich hoffe, die wissen jetzt alle, wo wir hin müssen. Ich hoffe es sehr, weil das wäre jetzt doof, wenn die drei Typen nicht mitkommen, weil der liebe Black Soul, da ist er, juhu, hat mir den Augencoupon geschenkt und der muss mitkommen. Wuhu! So,
Ist das der andere? Ja, wunderbar. Der Diaran, der Bloodbash. Nee, der war vorher nicht dabei. Da war ein anderer dabei. Wo ist der? Wo ist der andere? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vorher lade ich mal, erkläre ich mal ganz kurz, wie man Freund hinzufügen kann. Man geht zum Beispiel jetzt hier Doppelklick auf den Typen. Oder, nee, das war falsch von mir. Man macht Rechtsklick auf den Typen, macht Name speichern, dann drückt man P, geht auf Kumpel, geht auf Freund hinzufügen, drückt String V, drückt OK und schon ist er eingeladen. Tja, ich nehme ganz, ganz wenige Leute an, sag ich mal gleich so. Ganz, ganz wenige Leute nehme ich hier als Freunde an, nur Leute, die wirklich mir positiv auffallen. So, und nun mit dem Typen hier, zack, zack, reden. So, und Ja drücken. Ich hoffe, das ist eine großartige Zeit. Wir sehen uns. Ja, und nun kommen wir nach Amoria. Das ist die Stadt der Liebe, die Stadt des... Also hier wird geheiratet in dieser Stadt, sagen wir es mal gleich so. Weil man kann in diesem Spiel sich auch verheiraten. Hier haben wir das Haarstudio. Da haben wir den Black Soul, der mich anscheinend, ich weiß nicht, vielleicht auch ehelichen will. Vielleicht möchte er ein wenig Liebe machen mit mir. Auf jeden Fall kommt er mit. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich möchte Amoria Rack Coupon. Ja, Tatsache, wunderbar. Kosmetiklinsen Rack. Okay, der alte Mann, der, weiß ich nicht, ein bisschen aussieht wie Marcel Reich-Ranitzky. Ah, hallo, ich bin der Dr. Roberts und ich bin hier in Amoria Schönheitsgesellschaft, der Experte für kosmetische Linsen. Ich bin der Meinung, dass die Augen das wichtigste Merkmal des Gesichts sind. Und mit einem Amoria Kosmetiklinse Rack oder einem Amoria Kosmetiklinse Coupon VIP kann ich dir die nötige kosmetische Linse verschreiben. Na, was möchtest du verwenden? Wir möchten den Rack-Coupon verwenden. Ich muss dich darauf hinweisen, dass du mit dem regulären Coupon ein nach dem Zufallsprinzip ausgewähltes Paar Kosmetiklinsen bekommen wirst. Du Scheiße, aber wollen wir verwenden, komm. Oh, let's try it. Mal gucken, was wir jetzt vor Augen bekommen. Ich bin mit meinen Augen eigentlich sehr, sehr zufrieden. Eigentlich sehr. Naja, schauen wir mal. Ich sag mal vorher, nein, Moment. Das ist verständlich. Moment. Ist per Zufall. Also, wünsch mir Glück. So. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt nochmal. Hallo, ich bin Dr. Roberts. So. Also, jetzt nochmal Rack drücken. Ich muss dich darauf hinweisen. Natürlich wollen wir das ändern. Und los geht's. Ach, jetzt haben wir einfach blaue Augen bekommen. Geil. Also, es ist natürlich jetzt einzigartig. Weil, guck mal, alle anderen haben nämlich diese braunen Augen und wir haben jetzt als einziger Aran mit diesem Augenpaar die blauen Augen. Hier ist der Spiegel. Was meinst du? Ich finde, die sehen wie für dich geschaffen aus. Ich muss sagen, du siehst echt fantastisch aus. Komm ruhig mal wieder vorbei. Yay! Yay! Ich habe blaue Augen und du nicht. Ich bin schöner als du und du nicht. Moment, das ergibt keinen Sinn. Egal, du nicht. Bam! Blaue Augen! Wunderschön. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Blaue Augen oder... Nee, ich kenne doch das Lied. Ich weiß doch eigentlich, wie es geht. Ach, egal. Wuhuhu. Okay, das wollte ich zeigen, dass Cash-Shop-Items wirklich das Spiel sehr lustig und schön machen können. Und das hat, würde ich sagen, sehr, sehr gut geklappt. Nee, er bedankt sich jetzt bei mir. Ich weiß nicht, wofür. Ich danke dir. Meine Güte, warum bedankt ihr euch bei mir so viel? Das geht überhaupt nicht. Ich meine, ich mache das gerne. Ich nehme gerne was für euch auf. Da bedanken ist gut. Doch, bedankt euch weiter. Ich finde das gut. Sagt schön fleißig weiter. Danke und dann ist gut. Ah, schön. Jetzt verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns von YouTube. Deswegen chatte ich nicht gerne. Also, wenn ich aufnehme, weil dann verschreibe ich mich jetzt. Da, sag tschüss. Okay, sag tschüss. Mach jetzt schon hinne. Bye, bye, wir winken in die Kamera, denn wir sind zwei kleine Knuffis. Und da kommt Charuk. Tschüss, Leute, zu spät. Tschüss, Charuk. Over and out.